zusammen. Heute gibt es mal ein Video für euch, wo ihr mich vor der Kamera seht. Das ist sicherlich auch mal ganz interessant, damit ihr wisst, wer hinter den ganzen Ideen und Projekten eigentlich steckt. Ein weiterer Anlass war für mich der Besuch bei Gerstecke in München. Da gab es am vergangenen Freitag eine sehr, sehr interessante Demo von der Firma Pibeo. Und von Pibeo ist ja auch das kristallklare Harz, das ich zum Gießen verwende. Ich habe von der Dame, die diese Demonstration gemacht hat, sehr viele gute Tipps bekommen zum Gießen und zum Verarbeiten des Harzes. Und die möchte ich euch auch kurz weitergeben. Denn ich habe mich zuvor immer an das gehalten, was hier in diesem Buch geschrieben ist, das Einbetten in Kunstharz von Klaus P. Lührs. Und ich muss sagen, ich werde dieses Buch schnellstmöglich zur Seite legen und wahrscheinlich bei eBay einfach verkaufen, denn was da drinnen steht, ist wirklich nicht sehr hilfreich für mich, muss ich jetzt im Nachhinein sagen. Zum einen wird da in diesem Buch immer betont, dass das Harz gelieren muss, wenn man in mehreren Schichten gießt, bevor man den Einbettungsgegenstand darauf legt. Das Harz soll laut dem Buch nicht aushärten, weil man sonst einen Versatz bekommt zwischen den Schichten, da das Harz schrumpft. Ich habe die Dame von Pibeo angesprochen und sie hat eben erwähnt oder mir erklärt, dass das Harz auf alle Fälle aushärten muss, bevor man den Einbettungsgegenstand drauflegt, damit der Einbettungsgegenstand dann auch gut an Ort und Stelle bleibt und nicht absinkt. Also damit der Gegenstand auch wirklich dort bleibt, wo ihr ihn später gerne haben möchtet. Das war ja bei mir nicht so ganz der Fall. Außerdem habe ich natürlich dann nachgefragt, wie es sich denn jetzt verhält, ob wir dann einen Versatz bekommen zwischen den Schichten, und die Dame hat gemeint, dass dies auf keinen Fall so sein wird. Ich werde das für euch testen und in einem anderen Video demonstrieren. Außerdem war ein sehr guter Tipp der Dame bezüglich der Luftblasen, die sich beim Mischen in das Harz einschließen, dass man eben vor dem Gießen das Harz nochmal in einen neuen Behälter umfüllt. Und sie schwört darauf und sie sagt, dass dann definitiv alle Luftblasen aus dem Harz verschwinden werden, auch wenn man nicht mit dem Feuerzeug drüber geht. Ich habe das ja euch in dem ersten Video gezeigt, dass ich die Luftblasen mit dem Feuerzeug rausgebrannt habe, was auch wunderbar funktioniert hat. Allerdings, wenn man bei meiner Einbettung guckt, kann man auf alle Fälle in tieferen Schichten schon noch die eine oder andere Luftblase erkennen, was natürlich jetzt nicht unbedingt gewünscht ist. Ich werde euch ja wie angekündigt noch weitere Tutorials auf YouTube online stellen zu dem Bereich Harz gießen und Harz polieren. Dazu möchte ich sagen, dass ich ja letztens gestoppt habe bei einem Schliff mit einer Körnung von 1200. Und ich habe ja immer in eine Richtung geschliffen und habe schon ein sehr gutes Ergebnis bekommen. Aber ich möchte ja natürlich, dass das Glas klar wieder wird, und habe mich deshalb im Internet auf die Suche gemacht. Ich werde mir jetzt Schleifpapier von der Firma Micromesh besorgen. Die haben da ein spezielles Beschichtungsverfahren entwickelt, wodurch man eben noch viel, viel feiner schleifen kann. Und diese Produkte von Micromesh werden ja zum Beispiel auch verwendet bei der Autopolitur oder wenn ihr feine Instrumente habt, wo ein Kratzer drinnen ist, um den wieder herauszupolieren. Da gibt es dann Papiere ab 1200er Körnung aufwärts, ich glaube bis 15.000, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich werde auf alle Fälle diese Papiere bestellen und euch dann ein Tutorial machen, wie man das eben ganz glasklar wieder schleifen kann. Ich habe bei der Demonstration auch noch ganz viele andere Produkte von Pibeo kennengelernt und musste natürlich gleich einkaufen, weil ich das alles wahnsinnig interessant gefunden habe.
und werde im Laufe der nächsten Wochen oder Monate auch immer wieder neue Tutorials für euch machen, in denen ich euch die Produkte von PBEO etwas vorführe. An dieser Stelle möchte ich euch nur kurz zeigen, was ich mitgebracht habe. Und das ist einmal noch das Lasurharz von PBEO. Das, mit dem eröffnen sich auch wirklich sehr, sehr interessante Möglichkeiten des kreativen Ausdrucks. Das Lasurharz ist ganz anders wie das kristallklare Harz. Das ist ja beim Gießen total flüssig und man braucht eine Form, weil es einem sonst alles davon schwimmt. Das Lasurharz allerdings ist so ausgelegt, dass es eine abgerundete Kante bildet, wenn man das auf eine ebene Oberfläche gießt. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr ein schönes Foto habt, eine schöne alte Postkarte, könnt ihr da eine Schicht mit dem Lasurharz drüber machen, um das anderweitig zu verwenden. Oder ihr könnt Schmuck damit machen. Ich habe mir hier auch bei Gerstecker einfach testhalber mal einen günstigen Rohling für einen Anhänger mitgenommen. Und man kann hier dann das Lasurharz eingießen, oben drüber, je nachdem, was ihr einbetten möchtet, zum Beispiel ein Foto oder ein Zeitungsschnipsel, irgendetwas. Und das Lasurharz bildet eben eine schöne abgerundete Oberfläche. Ihr könnt es allerdings auch verwenden, um Zeichnungen mit Harz zu machen, Harzbilder. Da fand ich es sehr interessant, die Kombination mit den Glasfarben von PBEO. Denn wenn man zum Beispiel eine Kontur mit dem Lasurharz zeichnet und dann die Glasfarbe drüber gibt, ergibt es einen total schönen Hoch-Tief-Effekt, weil die Pigmente sich mehr unten am Rand des Lasurharzes anreichern. Hierzu wird es auf alle Fälle von mir auch dann ein Tutorial geben. Was ihr nur beachten müsst, ist einmal, dass bei den Lasurharzen keine anderen Farben mit hineingemischt werden dürfen. Aber bei den Kristallgießharzen von PBEO könnt ihr bis zu 5% von anderen Farben, also zum Beispiel Acrylfarben oder die Glasfarben, mit einmischen. Ich habe dann noch etwas mitgebracht, was mich total begeistert hat. Und zwar sind es von PBEO die Farben Moon und Prism aus der Reihe Fantasy. Und diese Farben lassen halt ein sehr kreatives Malen zu. Zum Beispiel die Prism-Farben werden zum Beispiel mit einer Pipette aufgetragen. Sie werden direkt ausgegossen oder mit einem Malmesser aufgetragen. Und wenn diese Farben, man muss sie gut schütteln und mit einem Holzstäbchen verrühren, wenn diese Farben aushärten, ergeben sich ganz zufällige organische Muster. Und ich fand das total toll, wenn man das dann zum Beispiel auch mit den Glasfarben mischt, dass sich da total unerwartete Bilder ergeben. Und gerade dieses Unkontrollierbare fand ich wirklich sehr, sehr reizvoll. Auch dazu werde ich für euch ein Tutorial machen. Ich möchte hier in diesen Anhänger so ein schönes Muster mit den Prismfarben hineinmachen. Und zum anderen werde ich in diesem Jahr noch heiraten. Und da möchte ich die Einladungskarten mit diesen Prismfarben gestalten. Die Moonfarben, die sind auch sehr schön und die ergeben auch so einen schönen organischen Effekt, wenn sie aushärten. Und gerade wenn man auch die beiden miteinander mischt oder auch vielleicht noch die Glasfarben mit hinzunimmt, kann man wunderschöne Bilder erschaffen. Ihr habt euch vielleicht schon überlegt, dass es etwas sehr unkontrolliert sein könnte, wenn man die Farben eben nur ausgießt oder mit der Pipette verarbeitet. Und wenn man dem Ganzen etwas Einhalt gebieten möchte, kann man
von Pepeo die Relieffarben verwenden. Die gibt es in einer Vielzahl von Schattierungen. Ich habe mir jetzt fürs erste Mal eine weiße oder eine transparente Relieffarbe ausgewählt und habe mir die, wie heißen sie, die Mirror Effect Leaves mitgenommen. Das sind 12 Blätter, die beschichtet oder bedampft sind mit goldener oder silberner Folie, die dann wirklich wie ein Spiegel glänzt. Und auch hier hat man wieder sehr viele Anwendungsmöglichkeiten. Man kann sie zum Beispiel auf noch feuchte Glasfarbe aufbringen oder zum Beispiel Konturen mit dieser Reliefpaste ziehen und es dort aufbringen. Und was der große Vorteil meines Erachtens ist, dass man mit Hilfe dieser Konturpaste und diesen bedampften Folien auch ganz, ganz feine Linien ausarbeiten kann. Gerade hier mit Gold oder Silber, was sich oft sehr schwierig gestaltet, gerade wenn man echt vergoldet, weil man dann eben immer diese Anlegemilch benötigt. Und meiner Erfahrung nach ist es extrem schwierig, wenn man wirklich sehr feine Linien echt vergolden möchte. Also umso größer die Fläche da ist, umso einfacher gestaltet sich das. Und deswegen möchte ich da unbedingt mal diese Paste hier mit diesen Folien testen. Auch hierfür wird es dann wieder ein kleines Tutorial von mir geben. Generell werde ich euch passend zu den jeweiligen Produkten und Tutorials dann auch die Tipps weitergeben, die ich bei der Demonstration von Pepeo bekommen habe. Aber als nächstes wird es jetzt auf alle Fälle mal hier mit meinem Polieren weitergehen, damit dieses Produkt oder dieses Werk einmal abgeschlossen werden kann, weil meine Kundin da schon ganz sehnlich darauf wartet natürlich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst. Und gerne könnt ihr mich auch auf meiner Webseite besuchen unter www.violafritsch.com. Ich wünsche euch noch einen schönen Start in die neue Woche. Tschüss!